Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Stadtlandwissen, der Talk. Moderne Landwirtschaft und Artenvielfalt, ist das ein Widerspruch? Das wollen wir in den kommenden 30 Minuten hier erörtern. Mein Name ist Sven Oswald und ich freue mich, heute wieder spannende Expertinnen und Experten ausfragen zu dürfen. Die da wären Agnes Gregersen, sie ist Landwirtin, Rinderhalterin und Bloggerin. Hallo Agnes, schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir haben mit von der Partie Steffen Pingen, seines Zeichens Fachbereichsleiter Umwelt, ländlicher Raum beim Deutschen Bauernverband. Guten Abend, Steffen, toll, dass du Zeit hast für uns heute. Und hallo, schönen guten Abend, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auf eine gute Diskussion. Und ich begrüße Mauritz von Grunther, er leitet die Biolandwirtschaft bei der Güterverwaltung Rheinau. Hallo Mauritz. Schönen guten Abend, toll, dass ihr alle Zeit habt und euch meinen Fragen stellt. Erstmal und natürlich auch denen von euch da draußen, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, einfach hier unten in die Kommentarleiste, in die jeweilige, wo ihr gerade zuguckt, reinposten. Unsere Redaktion wird dann einerseits auf die Fragen im Chat antworten und relevante Fragen mir auch auf mein Smartphone schicken, dass ich die dann unseren Expertinnen und Experten stellen kann, damit ich nicht die ganze Zeit so im Chat gucke. Dann seht ihr nur meine Fontanelle, das wollen wir nicht. Also wir haben ja eine relativ krasse Einstiegsfrage gewählt. Schön, dass ihr euch nicht scheut, da trotzdem teilzunehmen. Und ich würde sagen, wenn wir schon so einen krassen Titel haben, dann ist auch die erste Frage erstmal ein bisschen krasser. Und ich würde mal sagen, Tendenz ketzerisch mit einem Hauch Ignoranz. Ich würde jetzt einfach mal fragen, Artenschutz und Artenvielfalt, was soll denn das alles? Wozu? Was bringt uns das? Steffen, du leitest ja das Franz-Projekt, das die Artenschutzmaßnahmen der Landwirtschaft bündelt. Wozu brauchen wir Artenvielfalt? Erzähl mal. Ja, also das Franz-Projekt macht nicht nur der Deutsche Bauernverband alleine, sondern das machen wir auch gemeinsam mit der Umweltstiftung Michael Otto. Das gehört zur Vollständigkeit dazu. Und natürlich, Artenvielfalt brauchen wir aus vielerlei Gesichtspunkten. Beispielsweise Insekten sind Bestandteil der Nahrungskette für Amphibien, für Feldvögel. Wir brauchen Insekten für das Bodenleben, als Landwirte ganz besonders. Ein intakter Boden, ein produktiver Boden braucht ein vielfältiges Bodenleben. Wir brauchen als Landwirtschaft aber natürlich auch Insekten als Bestäuber, als Nützlinge, auch zur Bekämpfung von Schädlingen, die es natürlich auch gibt. Also alleine in der Landwirtschaft gibt es vielfältige Gründe, warum wir Insekten brauchen, warum wir Artenvielfalt brauchen. Es geht generell natürlich um Funktionsfähigkeit von Ökosystemen, von Nahrungsketten. Es geht auch um einen Schutz um der Vielfalt willen. Also es gibt viele Gründe, warum Artenvielfalt wichtig ist, und auch für die Landwirtschaft ist Artenvielfalt wichtig, aus eigenen Gründen, um Funktionsfähigkeit, Produktivität zu erreichen, Bestäubung, Schädlinge zu bekämpfen etc. Viele Gründe. Vielen Dank, Steffen. Guter Überblick. Agnes, jetzt ganz individuell, warum ist Artenschutz und Artenvielfalt für dich so ein wichtiges Thema? Also für mich ist es halt auch relativ wichtig, weil letztendlich lebe ich und arbeite auch ständig in der Natur. Und wie Steffen schon gesagt hat, wir sind darauf angewiesen, dass der Boden lebt. Und davon, also wie gesagt, wenn da kein Leben mehr drin wäre, wäre es auch nachteilig für mich. Dann könnte ich nämlich dort nichts mehr drauf anbauen. Und genauso ist es halt auch in den anderen Bereichen. Bei unseren Kühen ist es auch, mir fiel vorhin das Thema Schwalben im Kuhstall ein. Ja. Die leben auch dort bei uns mit im Stall und fangen halt die ganzen Fliegen weg. Und diese Fliegen stören dann die Kühe nicht mehr so. Das ist doch das, wo die Kuh dann nervös wird, irgendwie mit der Zunge rumwurschtelt und mit dem Schwanz wahrscheinlich noch eine andere Kuh haut oder so. Das bleibt dann weg, weil die Schwalben fangen es ein. Das ist doch super. Ich habe mich immer gefragt, warum, genau, also früher als Kind, warum schon da so viele Schwalben immer in den Kuhställen waren. Klar, da sind die Fliegen. Siehst du, wieder was gelernt. Und der Talk geht gerade erst mal 5 Minuten. Mauritz, warum Artenschutz, warum Artenvielfalt? Was bewegt dich dazu, da Maßnahmen zu ergreifen? Artenvielfalt zu fördern, macht einfach schon mal Spaß. Also bei uns im täglichen Blühstreifen anzulegen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, zur Förderung, um auch irgendwie der Gesellschaft zu zeigen, dass wir als Landwirte was machen, das macht erstmal unheimlich viel Bock. Wir hatten letztens eine 1000 Quadratmeter Klickaktion, da haben wir einfach mal einen Hektar Blühstreifen einfach so gedrillt, weil es einfach Spaß macht. Wir bekommen positive Resonanz
Und so ist einfach Artenvielfalt auch zu denken und zu leben. Wir brauchen sie für unsere Produktionsabläufe, wie Herr Pinger das gesagt hat. Und da sind wir alle als Landwirt, egal ob konventionell oder öko, gefragt, an einem Strang zu ziehen, weil wir dauerhaft fruchtbare Böden brauchen und wollen. Und wir müssen uns auch auf den da sicherlich kommenden Klimawandel vorbereiten. Und das geht nur mit höchst fruchtbaren Böden und mit den richtigen Fruchtfolgen. Das klingt jetzt im Moment gerade erstmal so, lieber Steffen, als wäre das jetzt ein reines Thema für Landwirtinnen und Landwirte, also Artenvielfalt und Artenschutz. Aber das Problem des Artenrückgangs sozusagen, das ist ja, weiß Gott, viel komplexer und viel, viel größer. Wieso muss die Landwirtschaft daran, Steffen? Naja, also ich meine generell, der Einfluss des Menschen beim Thema Artenvielfalt ist einfach da. Die internationalen Studien sagen auch natürlich der Einfluss des Menschen, ob das durch Siedlung und Verkehr ist, ob das durch natürlich Landnutzung, durch Mobilität, viele Gründe, wo der Mensch eingreift in das System. Insofern ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema und muss auch gesamtgesellschaftlich angegangen werden. Aber die Landwirtschaft hat ja mit über 50% einen großen Flächenanteil in Deutschland. Insofern ist die Landwirtschaft natürlich genauso gefordert, ihren Beitrag zu leisten, auf den Flächen, auf denen sie wirtschaftet, dann auch einen Beitrag für die Artenvielfalt zu leisten. Aber immer in dieser, ich sag mal, Abwägung natürlich auch sowohl im Ökolandbau als auch im konventionellen Landbau, ich sag mal, Bekämpfung von Schädlingen zu betreiben, weil nicht jedes Insekt ist wünschenswert, aber trotzdem auch die Artenvielfalt zu schützen. Also das Flächenargument leuchtet mir ein. Ich habe nämlich gerade so nachgedacht, ich habe also eigentlich relativ selten Blühstreifen so bei Straßenbauern erlebt. Also insofern, also zumindest nicht hier in der Stadt, muss ich mal sagen. Wie viele wenn ich da dann nochmal einhaken darf, aber das Thema Siedlung und Straßenbau, also wenn wir seit 1990 eine Million Hektar landwirtschaftliche Fläche verloren haben durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen, dann sind das natürlich auch Flächen, auf denen dann weder Nahrungsmittel produziert werden können, aber auch keine Insekten und sonstige Artenvielfalt erhalten werden kann. Also insofern, dieser Bereich hat schon einen großen Einfluss, aber natürlich, das soll nicht ablenken davon, dass wir Landwirtschaft auf unseren Flächen natürlich auch unseren Beitrag leisten müssen. Und ansonsten sind diese domestizierten Flächen, wo jetzt die schön bebaut sind, dann eher gut für Silberfische und Kellerasseln. Das kennt man so aus den Kellern und Badezimmern der Hochhaussiedlung hier in Berlin zum Beispiel. Wie viele Landwirtinnen und Landwirte kümmern sich denn in Deutschland aktiv um Artenvielfalt, Steffen? Gibt es da Zahlen? Also es gibt jetzt da keine volle Erhebung, aber wir haben schon mal ein Bild. Im Rahmen der europäischen Agrarpolitik muss man jeder Landwirt auch ein Greening umsetzen. Jeder Landwirt muss also 5% ökologische Vorrangflächen schaffen auf seinem Betrieb. Das warte mal ganz kurz, an der Stelle muss ich mal einhaken, weil das Greening, das ist erstmal was, da kann man sich noch ungefähr was drunter vorstellen, aber was bedeutet das bei diesen 5% Fläche? Erklär das mal für so einen Städter wie mich, bitte. Ja, also ökologische Vorrangfläche bedeutet, dass der Landwirt 5% seiner Ackerfläche mit bestimmten Maßnahmen, zum Beispiel über Landschaftselemente, über Zwischenfrüchte, über Blühstreifen, über Gewässerrandstreifen, Anbau von Leguminosen oder von Bienenweiden. Da ist eine ganze Liste von Auswahlmöglichkeiten und jeder Landwirt muss das machen. Viele Landwirte haben das über Zwischenfrüchte umgesetzt, aber es gibt auch viele Landwirte, die das über Blühstreifen, Bienenweiden und Ähnliches gemacht haben. Das sind häufig eher hellgrünere Maßnahmen, aber zunehmend werden auch von Landwirten dunkelgrünere Maßnahmen gemacht und das über Programme, über Vertragsnaturschutz, über freiwillige Initiativen, über Projekte. Also da gibt es schon viele Initiativen, zunehmend auch dunkelgrüne Maßnahmen umzusetzen. Aber da habe ich jetzt keine abschließende Zahl zu. Okay, aber es ist ein Thema für alle und alle sind da auch dran beteiligt, weil sie A müssen und B, weil es für sie selber und ihr Überleben und auch ihre Wirtschaftlichkeit wichtig ist. Jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter werden, Agnes. Du hast gleich zwei tolle Projekte, mit denen du Artenvielfalt, ich sag mal, also die Arten schützen willst und die Artenvielfalt nach vorne bringen willst. In dem einen Projekt rettest du Bambi, wenn wir das mal so ganz platt sagen können, und zwar mit hochtechnischen Mitteln. Erzähl mal, was machst du? Ja, also in dem einen Projekt sind wir jetzt, oder wir fangen dieses Jahr damit an,
Unsere Jäger hier in der Gegend haben sich eine Drohne gekauft mit Wärmebildkamera, sodass sie über unsere Graskoppeln fliegen können, um zu gucken, wo eventuell Rehkitze liegen. Und so können wir halt dann den Standort von dem Kitz orten und es dadurch auch schützen und retten. Denn letztendlich, wenn die Kitze sind ja noch so klein, und es liegt in ihrer Natur, dass sie sich ganz, ganz flach auf den Boden legen und ducken, wenn irgendwas kommt. Also im Prinzip wollen die sich verstecken. Und das kann ich natürlich als Landwirtin dann nicht unbedingt sehen, wo sie nun liegen. Und letztendlich möchte keine toten Tiere bei uns im Futter für die Kühe haben. Und wir wollen auch die Kitze schützen. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit unseren Jägern. Und da freue ich mich schon drauf und bin echt gespannt, wie das dies hier funktioniert. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer tollen und innovativen Idee. Und was du sagst halt irgendwie, das kennt man ja so, Rehe irgendwie im Scheinwerferkegel auf der Autobahn, die bleiben auch einfach stehen und man muss drumherum fahren. Und die Kitze, die gehen nicht weg, wenn du da mit einer lauten Landmaschine ankommst. Insofern müsst ihr die vorher finden und dann von Hand räumen, wegscheuchen oder was machen die Jäger da? Das werdet ja wahrscheinlich nicht ihr machen, oder? Also ganz wichtig ist, also wir dürfen die Kitze nicht anfassen. Sobald ich das Kitz angefasst habe, hat es meinen Geruch und dann geht halt die Mutter, also die Ricke, nicht mehr dabei, weil es halt ein fremdes oder vermeintlich fremdes Kitz ist. Du hast es quasi adoptiert bei Berührung. Ja, so könnte man das nennen, genau. Und von daher muss man wirklich mit Handschuhen und eigentlich das in ganz viel Gras einpacken, sodass das ja nicht meinen Geruch annimmt. Mhm. Alternativ kann ich natürlich auch den Standort markieren, indem ich dort einen weißen Pin reinstecke oder etc. Dann würde ich oder der Treckerfahrer auf jeden Fall wissen, da ist was, da müssen wir vorsichtig fahren, beziehungsweise gar nicht erst das Gras mähen. Schöne Idee, innovativ und auch schön technisch. Ich bin ja so ein Technikfreak und wir reden ja über moderne Landwirtschaft, kommt mir also sehr zu Pass. Aber Moritz, du hast auch gerade schon was erwähnt, ein Projekt, was ihr gemacht habt. Du hast gesagt, irgendwie ein Hektar für Klicks. Erklär mal, also ihr habt im Endeffekt Blühstreifen geschaffen oder Blühflächen für Likes oder wie war das? Genau, also wir machen auch Agrarumweltmaßnahmen, so heißt das, und machen sowieso jedes Jahr auf dem Betrieb die maximale Fläche an Blühstreifen. Das ist bei uns 10 Hektar und wir hatten aber noch ein paar andere Flächen einfach übrig und dann habe ich gesagt, jeder Klick bedeutet 10 Quadratmeter. Wir hatten aber ein bisschen Angst vor der Menge der Klicks, dass wir es bei einem Hektar gekappt hatten und nach 3 Tagen hatten wir so viele Klicks, dass wir diesen einen Hektar, ohne dass wir jegliche Förderung bekommen dafür, mit Blühflächen bestückt haben. Weil wir es eben auch außerhalb von Agrarumweltmaßnahmen gemacht haben, haben wir keinen gesetzlichen Rahmen und Korridor und können da auch vielleicht ein bisschen flexibler nochmal agieren, was ich ganz gut finde. Und haben so dieses Jahr auf unserem Betrieb 11 Hektar Blühstreifen oder Blühflächen und haben so sicherlich auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, die Artenvielfalt zu fördern. Ja, was ich immer sage ist, egal was man tut, ob es jetzt um Charity, um Spenden, um Hilfe im Kiez, in den Gemeinden, Kommunen oder eben auch in der Umwelt geht, jedes bisschen hilft und vor allem schon mal drüber nachgedacht zu haben, verändert ja die Situation und die Dinge. Das sind jetzt zwei sehr schöne individuelle Beispiele, die ihr da fahrt. Was gibt es denn noch so für schöne, tolle, moderne Ideen? Was können Landwirtinnen und Landwirte noch alles tun? Was habt ihr da beim Franz-Projekt alles in petto? Ja, also bei dem Franz-Projekt haben wir uns erstmal zum Ziel gesetzt, dass die Landwirte auf Augenhöhe mit eingebunden werden. Es ist ein Dialog- und Demonstrationsprojekt. Also die Landwirte, die ja nun ihre Erfahrungen, ihren Standort kennen und ihre Erfahrungen auch mit dem Standort und den Potenzialen haben, dass die eingebracht werden können. Also Wissenschaft und Praxis arbeiten da Hand in Hand zusammen und entwickeln gemeinsam Maßnahmen, die man gut in den Betrieb integrieren kann, weil es nützt nichts, die schönste Maßnahme zu haben, die aber dann nur im Schaufenster steht. Also sie muss in die Betriebe passen, sie muss umsetzbar sein, praxistauglich sein. Sie muss natürlich ihre ökologische Wirkung haben, weil sonst braucht man es auch nicht zu machen. Also kein Greenwashing, wie es so schön heißt. Genau, ne? Sondern es muss die ökologische Wirkung haben. Und letztlich muss es für die Betriebe auch wirtschaftlich tragfähig sein.
Sonst kommen wir auch nicht in die Breite, wenn die Leute, die Landwirte Geld mitbringen müssen, um Artenschutz und Naturschutz zu machen, dann ist es auch nicht erfolgreich. Das sind also die Grundprämissen und wir haben einen Maßnahmenkatalog erstellt und jetzt im vierten Jahr in der Umsetzung, also von ich sag mal, dem bekannten Feldlerchenfenster über Feldvogelinseln, Blühstreifen bis hin zu einer Beetlebank, das ist die neueste Maßnahme, also speziell für Insekten eine Maßnahme, die besonders fördernd ist, haben wir als Maßnahmenkatalog festgelegt und werden also sowas auf 10 Betrieben. Also sowas wie ein Insektenhotel, was man auch in der Stadt zu Hause baut und sich dann in den Garten oder auf den Balkon stellt? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, das kann man so vergleichbar sehen. Also dass man, es wird so angelegt, dass der Landwirt oder die Landwirtin mit dem Flug zweimal pflügt in entgegengesetzte Richtung und dann hat man so einen Insektenwall. Und das ist eine gute Nistmöglichkeit für Insekten und wird dort gut angenommen. So, und das Ziel ist, weil das sind jetzt 10 Betriebe, das sind Demonstrationsbetriebe, das sind Leuchtturmbetriebe. Das heißt natürlich nicht, dass man da aufhört, sondern die Maßnahmen sollen ja so gut sein, dass sie dann auch in Länderprogramme übertragen werden können und dann letztlich allen Landwirten und Landwirtinnen in Deutschland zur Verfügung stehen und dann auch genutzt werden können. Unter diesen Prämissen praxistauglich, nützlich, erfolgreich und wirtschaftlich tragfähig. Und letztlich, und dann schließe ich auch erstmal, wir haben ganz häufig festgestellt, dass es Hemmnisse gibt, warum Landwirte bisher Maßnahmen nicht umsetzen. Also wenn sie Angst haben, sanktioniert zu werden oder Angst vor der Kontrolle haben, weil eine Maßnahme zu kleinteilig ist, dann ist das ein Hemmnis für Landwirte, mehr für Biodiversität zu machen. Wenn sie bestraft werden, wenn sie mehr machen, dann ist das ein Problem, was wir auch lösen müssen, neben der Frage der ökologischen Wirkung der Maßnahmen und der Finanzen. Super Aspekt. Und du hast auch gerade schon gesagt, Moritz, ihr habt die maximal mögliche Fläche für eure, hilf mir nochmal, wie heißen die Maßnahmen? Agrarumweltmaßnahme. Für die Agrarumweltmaßnahmen ausgeschöpft. Was bedeutet das? Das heißt, ihr dürft eigentlich gar nicht mehr machen, aber ich meine, ihr habt ja doch den einen Hektar mehr gemacht. Gibt es da Regularien, die euch die Hände binden, zu sagen, wir wollen aber noch mehr tun? Die Frage ist relativ einfach beantwortet. Wir sind in Deutschland und in Deutschland gibt es sehr viel Bürokratie und wir sind am Ende gedeckelt und da gibt es nicht einen Quadratmeter mehr oder weniger, sondern das ist maximal möglich und alles, was da drüber kommt, ist gut und alles, was da drunter kommt, bestrafe ich oder werde ich sogar in Teilen bestraft. Und das ist das, was der Ping gesagt hat. Das ist nicht immer so ganz einfach bei diesen Agrarumweltmaßnahmen. Ich kann von uns dieses Jahr ein Beispiel nennen. Wir haben im letzten Jahr 2 Hektar Hecke gepflanzt mit vielen Förderern über eine Länge von 2,5 Kilometern knapp. Und der bürokratische Aufwand, den ich jetzt im Moment habe, das meinem Agrarantrag beizubringen, ist so hoch, dass mir tatsächlich leider die Freude vergeht, es ein zweites Mal zu tun. Weil sogar die Damen und Herren im Amt eigentlich wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil sie nur sagen, haben wir auch noch nie gemacht, können wir leider nicht weiterhelfen. Und das ist natürlich eine Hürde, die uns tagtäglich als Landwirte begegnet. Wenn wir Innovationen und Ideen haben, die noch nicht bekannt sind, ist es ganz schwierig, das den Kontrollmechanismen beizubringen, ohne irgendwelche Steine in den Weg gelegt bekommen zu haben. Und das ist was in Zukunft, glaube ich, unter dem Wort Entbürokratisierung verbessert werden sollte. Ja, aber sonst bleiben wir bei dem alten deutschen Grundsatz. Das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir jetzt auch nicht, weil dann kommen wir nämlich nicht voran. Liebe Agnes, sind dir so eine Sachen schon begegnet bei den Maßnahmen, die du geplant hast, wo du sagst, Mann, Leute, das hätte aber auch einfacher gehen können? Oder hattest du mit deinen individuellen Ideen da einfach mehr Glück? Ja, also ich habe auch ein, zwei Sachen, wo ich so ab und zu denke, okay, warum ist es auf diesem Weg jetzt so kompliziert? Das Beispiel ist, wir haben letztes Jahr auf unserer einen Grasfläche ganz viele Kiebitze gehabt und Kiebitznester. Und da war eine Frau, die machte mich darauf aufmerksam, hat mir nach später eine Karte vorbeigebracht und gesagt, richtig angekreuzt, da ist das. Und dann sagte sie, ihr könnt dafür Förderung bekommen, dass die Kiebitze bei euch wohnen und ihr dafür dann später eure Grasfläche mäht. Und dann gibt es so schöne Kulissen. Also es gibt eine Vogelkulisse und eine Moorkulisse. Und ja, da werden halt Gebiete eingezeichnet auf einer Karte. Und
unsere Fläche ist nun leider nicht mehr mit in der Kulisse, sodass wir dann halt dafür keine Förderung, Unterstützung bekommen können. Und, das ist aber auch echt unfair von den Kiebitzen, dass die einfach da nisten und nicht da, wo bitteschön das die Regeln vorschreiben. Also da müssen die sich auch an die Regeln halten, so kann es nicht klappen. Ja, ist auch echt unerhört. Aber also, und ich habe mit der Frau dann noch länger darüber gesprochen und sie sagte, das kann doch gar nicht sein. Das steht doch immer überall, dass sowas gefördert wird. Und letztendlich ist das Kiebitze, ich glaube, die stehen auch immer noch auf der roten Liste und wir freuen uns jedes Mal, weil es ja wirklich auch wunderschöne Vögel sind, wenn die bei uns auf den Flächen sind und nehmen dann auch Rücksicht. Also wie gesagt, wir haben das dann auch abgesteckt, dass wo diese Nester sitzen, damit wir die halt dann, wenn wir auf dem Feld arbeiten, ein bisschen schützen können. Und genau an der Stelle möchte ich kurz mal einhaken, Agnes, weil wenn ihr jetzt die schützt und ich sag mal da drumrum mäht und da dann eben nicht erntet oder irgendwas anders macht, das kostet ja im Endeffekt Geld. Also es kostet ja A, Geld, dass ihr euch zeitlich damit beschäftigt, weil Arbeitszeit. B, macht es mehr Arbeit beim Arbeiten selber, weil wenn so ein Trecker oder Mäher da irgendwie Kurven fährt, ist ja anders, als wenn er einfach nur gerade rausfährt. Und außerdem verliert ihr ja auch Fläche, von der ihr eigentlich lebt. Wie finanziert ihr sowas denn? Also jetzt, ich sag mal, an dem Beispiel mit dem Kiebitzen ist das für mich, ich sag mal, ein geringer Aufwand und auch ein geringer finanzieller Verlust. Weil die überwiegend im Schilf gewohnt haben, der an der Fläche ist und so bin ich halt 1-2 Meter denn dort abgeblieben, als ich die Fläche gemäht habe und so, dass sich die Kiebitze nicht gestört hat. Aber es gibt halt andere Projekte, die dann natürlich größer und kostenintensiver sind und die kann ich alleine nicht umsetzen. Und das ist natürlich etwas, wo, ich sag mal, diese Wirtschaftlichkeit muss auf der einen Seite schon gegeben sein, aber ich finde auch immer, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, können wir es auch gemeinsam schaffen. Wir haben jetzt dieses Jahr ein tolles Projekt gemeinsam mit unserer Gemeinde und auch einem Umweltverband und fangen damit an. Die Gemeinde stellt die Fläche, wir stellen unsere Kühe und der Umweltverband stellt ein hundesicheren Zaun, sodass halt diese Hunde dann nicht mehr auf diese Naturschutzfläche können. Unsere Kühe sollen die Fläche beweiden, damit sich dann ein seltener Frosch dort wieder ansiedeln kann. Und das, okay, finde ich, ist eine super tolle Kooperation, wo jeder auch so seinen Teil dazu beiträgt. Da fragt der Städter und Laie jetzt erstmal, was haben dann bitte Kühe mit Fröschen zu tun? Die werden ja nicht auf denen reiten. Und ich meine, Frösche ernähren sich meines Erachtens nicht von Kühen. Nee, genau. Aber Kühe auch nicht von Fröschen. Ein Glück. In der Mitte dieser Fläche, also es ist eine Moorwiese, in der Mitte ist so ein Wasserloch oder so ein Fleckchen, wo Wasser steht. Na, so ein Froschteich, wo es dann quakt halt, ne? Genau, so könnte man das sehen. Und die Kühe fressen ja dann die ganze Fläche kontinuierlich immer ab. Wenn ich mähe, dann mähe ich das einmal und lasse es dann 4-5 Wochen wieder aufwachsen, sodass ich es nochmal wieder mähen kann. Und Kühe fressen jeden Tag da vor sich hin, sodass diese Fläche halt kontinuierlich oder das Gras immer kurz gehalten wird. Und das mag der Frosch dann. Okay, verstehe. Also so passt das Ganze zusammen. Steffen, du hast jetzt gerade ja gehört, Agnes hat da jetzt Glück. Die Gemeinde und noch ein Umweltverband, die sind dabei und machen das zusammen. Kommen oft Landwirtinnen und Landwirte zu euch und sagen, hey, wir würden gerne, aber wir können das alleine nicht stemmen? Oder gibt es da denn genug Förderung aus eurer Sicht? Bevor ich zu dem Punkt komme, würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, der gerade Thema war, die Bürokratie. Ich meine, das ist wie beschrieben, die Bürokratie ist sehr umfangreich, aber wir müssen ja auch nach vorne gucken. Wir müssen da Lösungen finden und wir haben uns jetzt gemeinsam mit dem ZALF in Müncheberg ein Projekt auf den Weg gebracht, dass wir eine Naturschutz-App entwickeln. Also wie können wir von Seiten der Landwirtschaft dokumentieren, was dann auf der Fläche passiert, wie breit der Blühstreifen ist, das halt auch georeferenziert mit Satellitendaten versehen, mit Fotos versehen, so dass die Behörde die Sorge verliert, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man das dokumentieren kann und die Kontrollen vereinfachen kann. Weil wir werden nicht die Kontrollen abschaffen können. Es geht ja auch um Steuergelder. Insofern muss man das auch vom Grundsatz her akzeptieren, dass dann auch kontrolliert wird. Aber wie können wir moderne Technologien nutzen, dann auch diese Kontrollen zu vereinfachen für den Landwirt, aber auch für die Behörde. Also insofern, wir müssen da nach vorne gucken und Lösungen entwickeln. Jetzt zu deiner Frage.
Ja, natürlich gibt es immer wieder auch, wir hatten gerade ja das Beispiel, dass gedeckelte Maßnahmen sind. Mhm. Aber wir sind ja jetzt in einer neuen Förderperiode oder stehen vor einer neuen Förderperiode der europäischen Agrarpolitik. Und da wird es einige Veränderungen geben. Es gibt Möglichkeiten für Maßnahmen, jetzt auch zum Beispiel der Altgrasstreifen, den haben wir als Franz-Maßnahme entwickelt, aber der ist zukünftig auch in der Agrarpolitik verankert, in der ersten Säule, wie man in dem Agrarsprech sagt, also da, wo es um Direktzahlungen geht, ist diese Maßnahme vorgesehen und damit ist das Anwendungsspektrum auch sehr viel größer und sehr viel mehr Landwirte haben dann auch die Möglichkeit, das zu nutzen. Aber trotzdem ist das Thema Finanzierung im Naturschutz schon immer noch schwierig. Also es ist immer sinnvoll, wenn man auch über andere Projektförderung, auch letztlich über Stiftungen, auch Gelder in die Landwirtschaft, in Naturschutzmaßnahmen bringt. Mhm. Und da gibt es viele Initiativen, die aber auch noch weiter ausgebaut werden können. Moritz, was ist deine Erfahrung dabei? Du bist ja da ganz progressiv unterwegs und Artenvielfalt und Artenschutz, ich sag mal, ist durchaus auch ein persönliches Steckenpferd von dir. Das habe ich zumindest in unserem Vorgespräch auch deutlich erfahren können. Was wünschst du dir? Was brauchst du, um mehr davon zu machen und auch um andere noch dazu zu inspirieren, mehr zu tun? Am Ende ist es, glaube ich, relativ einfach. Wir brauchen die Gesellschaft, damit alle und den Verbraucher, die ihm bewusst sein muss, dass wir bisher als Landwirte den Hauptauftrag hatten, Lebensmittel auf unseren Flächen zu generieren. Und nun fordert vollkommen berechtigt die Gesellschaft, dass wir diesen Auftrag, den wir damals und heute auch immer noch erfüllen und erfüllen müssen, wir müssen alle satt werden, umzustrukturieren, auch hin zu ökologischen Maßnahmen. Und ich möchte von der Gesellschaft eigentlich nur eins, dass uns zugehört wird, dass wir Respekt bekommen für das, was wir tun. Und das Schönste wäre, wenn das Geld, was wir irgendwann mal in der Vergangenheit auf unseren Flächen ganz real und fair verdienen durften, wir auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Ich möchte nicht dadurch reicher werden, ich kann es aber auch nicht alleine stemmen. Und das geht nur mit dem Verbraucher und mit allen zusammen. Agnes, deine Wünsche an wen auch immer, Politik, Verbraucher, Verbände, das Universum. Also meine Wünsche sind eigentlich auch ähnlich wie die von Moritz. Letztendlich müssen wir das gemeinsam machen. Und wenn jeder von uns etwas tut, können wir ja auch schon viel erreichen. Und das fängt, wie du vorhin schon sagtest, mit einem Insektenhotel auf dem Balkon an. Also jeder hat ja auch bei sich in seinem Rahmen Möglichkeiten, die er umsetzen kann. Und genauso können wir dann auch gemeinsam Dinge stemmen. Also gemeinsam eine Blühwiese machen. Oder genauso wie jetzt, dass die Jäger bei uns und wir gemeinsam, Jäger, Landwirte und wer möchte, darf halt die Jägerschaft auch mit einer Spende unterstützen für diese Drohne, dass solche Projekte halt gemeinsam auch angegangen werden und gepackt, so gemacht werden und ich nicht als Landwirtin sozusagen alleine dastehe. Das ist halt, ja, wie gesagt, gemeinsam sind wir stark oder wie heißt das immer so schön? Alle für einen und einer für alle. Nee, also Agnes, ich gehe da ganz mit dir mit und da möchte ich euch da draußen gerne auch abholen. Eine Blühwiese hat keine Mindestgröße. Auch so eine Baumscheibe in der Stadt, wenn man da mal so ein paar Blumensamen reinschmeißt, das kommt auch gut, kommt schön bunt. Da freuen sich alle, die vorbeigehen und vor allem freuen sich auch die Insekten, die es in der Stadt noch gibt, nur mal so als kleiner Randtipp. Ansonsten sind Seedbombs auch immer toll mit Kindern zu basteln und in die Gegend zu schmeißen. Da vielleicht nicht unbedingt erwischen lassen, wenn irgendwas wo blüht, wo es nicht sein soll. Also zumindest in so stark reglementierten Regionen wie Großstädten zum Beispiel. Steffen, ich würde gerne zusammenfassend mal eine These aufstellen und möchte dich bitten, die nochmal zu kommentieren. Also wenn ich euch alle richtig verstanden habe, dann gibt es auf der einen Seite viele Landwirtinnen und Landwirte, denen natürlich, also einerseits aus Leidenschaft, aber auch einfach aus Selbstschutz, der Artenschutz und die Artenvielfalt extrem wichtig ist. Und selbst wenn es welche gibt, denen es nicht wichtig ist in Deutschland, müssen alle Landwirtinnen und Landwirte, egal ob ökologischer Landbau oder konventioneller Landbau, sowieso Maßnahmen ergreifen, weil es einfach Pflicht ist und vorgeschrieben ist. Das heißt also, jeder Landwirt in Deutschland kümmert sich aktuell in diesem Moment um Artenvielfalt, richtig? Ja, und das wird mit der neuen Agrarpolitik auch noch mehr werden. Und es wird auch noch weitreichendere Maßnahmen geben, also auch noch
noch dunkelgrünere Maßnahmen geben. Und letztlich jeder Landwirt ist dann mit eingebunden. Aber es ist ja nicht nur die Frage der Pflicht für Landwirte, sondern sie sollen ja auch aus Überzeugung das machen. Und weil sie erstens wissen, dass sie was Gutes tun, dann auch, ich sag mal, partnerschaftlich und auch mit einem guten Image in der Gesellschaft angesehen werden. Und weil es letztlich vielleicht auch einen Beitrag zum Betriebseinkommen bringt. Also wenn man Geld mitbringen muss, um Natur- und Artenschutz zu machen, dann ist das schwierig. Aber jeder Landwirt muss schon etwas für den Umwelt- und Naturschutz tun. Es wird mehr werden und je mehr auch, ich sag mal, die Praxistauglichkeit funktioniert und auch anerkannt wird, was dort geleistet wird, umso größer ist natürlich auch die eigene Motivation, da noch mehr zu tun. Und deswegen ist mein Wunsch, wenn ich auch einen Wunsch äußern darf, sehr gerne, dass Steffen, man wirklich diesen Dialog und die Partnerschaft, die muss vorne stehen. Landwirte müssen weiter ihr, und das ist ja schon eindrücklich beschrieben worden, ihr Betriebseinkommen erzielen können und auch weiterhin Nahrungsmittel produzieren, Futtermittel, nachwachsende Rohstoffe. Aber den Beitrag zur Biodiversität wollen wir dann auch in Partnerschaft umsetzen. Und dafür muss man dann aber die Landwirte auch mitnehmen. Super, also den Wunsch schicken wir auch nochmal raus an alle, die ihn hören können und wollen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Nicht ohne dir, lieber Moritz, noch einen kleinen Tipp zu geben, denn der Erik hat geschrieben, das Problem mit der Hecke kenne ich. Ich habe es erstmal als Kurzumtriebsplantage deklariert. Vielleicht ein kleiner Pro-Tipp für alle, die auch das Problem hatten, eine Hecke anzumelden als Maßnahme zur Artenvielfalt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, A, dafür, dass ihr Überzeugungstäter seid und so tolle, innovative und auch moderne Maßnahmen erfunden habt, eben den Artenschutz zu betreiben. Bleibt da unbedingt dran. Steffen, vielen, vielen Dank für die tollen Informationen und auch für die Zahlen, die du geliefert hast. Ich hoffe, wir sehen uns alle irgendwann mal irgendwo live und vielleicht sogar auf einer Blühwiese oder so. Und ich wünsche euch allen noch einen tollen Abend. Und wenn ihr noch Fragen habt da draußen, schreibt sie gerne noch in die Kommentare. Ich habe jetzt selber so viele Fragen gehabt und wir haben so viel gequatscht. Die Zeit ist um, aber die werden wir im Nachgang auf jeden Fall noch beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss, vielen Dank.